willkommen zu unserem Kaminfeuergespräch. Ja, heute möchten wir gerne eine Frage von einer Zuschauerin beantworten, die Ilja die Frage gestellt hat, wo der Unterschied zwischen der herkömmlichen Roundpen-Arbeit liegt und seinem Ansatz. Das lese ich am besten einfach mal vor. Und zwar... Hallo, ich möchte mein Pferd nicht einfach herumhetzen, so wie es in der herkömmlichen Roundpen-Arbeit geschieht. Wo sehen Sie den Unterschied zu Ihrer Arbeit? Wir versuchen im Roundpen eine feine Art der Kommunikation aufzubauen. Welche Fehler müssen wir dabei vermeiden? Das gebe ich jetzt einfach mal weiter an Ilja. Ja, also der allererste Unterschied ist schon mal der, ich möchte mit dem Pferd gar nicht kommunizieren durch die Roundpen-Arbeit. Wir kommunizieren ja sowieso schon. Das heißt, das Pferd versucht mir ja permanent mitzuteilen, was es möchte, was es denkt, was es fühlt. Und dafür brauche ich dann letzten Endes kein Roundpen. Weil wenn ich dann da schon mit meinem Wollen, ich will jetzt unbedingt kommunizieren, reingehe, dann ist da schon mal dieses Wollen drin. Und das ist natürlich für Pferde, wenn in der Natur jemand etwas von dem Pferd will, der nicht aus der Herde kommt, das ist meistens ein Raubtier oder jedenfalls etwas, was dem Pferd eher Gefahr bringt. Also das Wollen ist schon mal grundsätzlich nicht mein Ansatz. Man muss vielleicht noch grundsätzlich erklären, bei der Roundpen-Arbeit geht es ja darum, ich scheuche das Pferd, bis es sich irgendwann mir zuwendet. Man könnte sagen, bei der Roundpen-Arbeit geht es ja letzten Endes darum, mache das Erwünschte, also das, was der Mensch sich vom Pferd wünscht, mache das dem Pferd leicht und mache das Unerwünschte schwer. Das bedeutet natürlich, ich möchte ja als Mensch, ich will, dass das Pferd mit mir kommuniziert. Das heißt, das Pferd soll sich mir zuwenden. Tut es das nicht, mache ich ihm das dann eben schwer, weil das ist ja das, was ich eigentlich nicht möchte. Also jage ich das Pferd. Und zwar so lange, bis das Pferd ein Signal sendet, okay, können wir irgendwie in Kontakt treten. Bedeutet ja aber auch, wenn ich jemanden jage, imitiere ich zuerst mal ein Verhalten eines Raubtiers. Also etwas, was das Pferd eigentlich nicht möchte. Dann kommt noch hinzu, im Kreis laufen ist vollkommen sinnlos für ein Pferd. Wäre für uns übrigens auch. Also ich war tatsächlich mal 10 Kilometer laufen auf einer Tartanbahn. 400 Meter, man kann sich ausrechnen, 25 Runden, unglaublich. Habe ich auch nur einmal gemacht, danach war ich wieder im Wald joggen. Das heißt, es ist für das Pferd sinnlos, es ist das für das Pferd etwas eine Aggression, die ich dem Pferd entgegenbringe letzten Endes. Und dann nachher wieder den freundlichen, netten Typen zu spielen, wird das Pferd auf jeden Fall verwirren. So, also das ist im Endeffekt, würde ich mal sagen, die herkömmliche Roundpen-Arbeit. Und da gibt es natürlich, kann man das besser oder schlechter machen, je nachdem, wann man auf die Signale des Pferdes reagiert. Aber das Grundsätzliche bleibt, ich setze das Pferd unter Stress. So. Dann haben wir jetzt schon zwei Punkte. Als erstes sagtest du, du willst nichts vom Pferd. Genau. Und das zweite ist, du setzt das Pferd nicht unter Stress, also machst nicht das Unerwünschte schwer. Genau. Man muss auch nicht mit dem Pferd im Roundpen arbeiten, aber sagen wir mal, ich bin auf einem kleineren Viereck oder sagen wir mal, mein Finger auf dem Platz oder auch im Roundpen. Worum es dann letzten Endes geht, das ist der Unterschied, wenn ich von dem Pferd nichts möchte, und zwar meine ich das von dem persönlichen Pferd, kann ich dann zum Beispiel sagen, okay, also ich bin mal bei einem Pferd, das war in einem Roundpen, bin ich nicht durch die Tür des Roundpens reingegangen, sondern bin von außen reingestiegen. Das Pferd war schon mal sehr erstaunt, oh okay, was macht der komische Mensch denn da, und wollte dann zu mir kommen. Ich habe gesagt, im Moment möchte ich meine Ruhe haben. Du darfst alles draus machen, was du willst, du darfst aber nicht einfach so in mich reinlaufen. Und das ist etwas, wo das Pferd sofort merkt, es hat mit mir als persönlichem Pferd, Hugo, hat es nichts zu tun. Er will nichts von mir. Und das ist dann so ein erster Ansatz, wie ich das angehen möchte, dass ich dem Pferd signalisiere, dass, was ich jetzt gerade mache, das würde ich auch bei jedem anderen Menschen machen. Das würde ich, also wenn jetzt ein Fremder kommt, sag mal, Karneval zum Beispiel, wo dann auf einmal ein Fremder einen Witzchen gibt oder noch mehr, wie auch immer, das wäre auch nicht mein Ding. Ich würde auch sagen, bitte bleib erstmal auf Abstand. Ja? Das heißt, es kommt nicht auf das persönliche Pferd an.
Okay, es kommt nicht auf das Pferd an, sondern auf den Raum. Richtig? Auf den Raum und auf die Sache als solche. Mhm. Ich meine, ich gehe ja auch nicht auf den Kölner Bahnhof und klar, kann hier ein Schild aufhängen, Hugs for free, ja, also Umarmungen für jeden, dann ist das was anderes. Aber ich renne ja jetzt nicht über den Kölner Bahnhof und umarme jeden und gebe jedem ein Küsschen. Das macht man einfach nicht. Das heißt, das gilt dann im Endeffekt für jeden, für jedes Pferd, für jeden Menschen, für jeden Hund und so weiter. Und dann im weiteren Verlauf kann man dann natürlich anfangen und sagen, okay, ich möchte jetzt zur Eingangstür oder Ausgangstür, ich bin hier drin, bitte gib mir den Weg frei. Aber nochmals, auch das wäre ja, wenn jetzt da ein Mensch steht, würde ich sagen, auch kannst du bitte zur Seite treten, ich muss da gerade mal was schauen. Das wäre also zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man mit dem Pferd, also was heißt kommunizieren, also wie man mit dem Pferd sein kann, ohne dass man dem Pferd signalisiert, ich will etwas konkret von dir als Pferd. Mhm. Gut, es geht um die Sache, du möchtest zur Tür gehen, das Pferd steht dann zufälligerweise genau. Im Weg und die Folge dann daraus ist, wenn du zur Tür gehen möchtest, das Pferd geht weg. Genau. Was man dann darüber hinaus machen könnte, zum Beispiel, wenn man das Pferd jetzt bewegt, im Viereck, im Round Pen, worin auch immer, ist zum Beispiel, aber das kommt eben auf das individuelle Pferd an, vor allen Dingen in der Anfangsphase. Es kann ja sein, man hat ein Pferd, wo man spürt, das will sich eigentlich total toll bewegen, hat aber noch nicht so richtig erkannt, wie schön es in Wirklichkeit ist. Und dann sagst du dem Pferd, zeig mir mal, wie schön du bist. Und dann gibst du dem Pferd einen energetischen Impuls. Und das Pferd läuft für 3, 4 erhabene Tritte so, wow, hast du das gesehen? Mhm. Und dann sagst du, ja, ich habe es gesehen, wunderbar. Bedeutet aber, wenn das Pferd das nicht macht, würde ich nicht die ganze Zeit nachsetzen, bis das Pferd das macht. Sondern was ich möchte ist, ich möchte es dem Pferd ermöglichen. Es kann mit mir zu innerer und äußerer Größe und Stolz und Würde werden. Es muss das aber nicht. Und das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Aspekt zur Roundpen-Arbeit. Das Pferd muss eben nicht. Und logischerweise, das ist dann eben auch der Unterschied zum Scheuchen oder zum Jagen, wo ich etwas von dem Pferd will. Wenn ich dem Pferd aber nur sage, wenn du magst, dann ist es ja schon vollkommen überflüssig, dass ich dann da Runde um Runde um Runde das Pferd um mich rumlaufen lasse. Okay, das heißt, du stellst keine Forderungen, sondern du sprichst eine Einladung aus. Genau, oder ich mache ein Angebot. Ne? Du kannst, wenn du möchtest, du musst aber nicht. Mhm. Und es gibt auch Pferde, die zum Beispiel gar nicht stolz erhaben sein wollen, sondern die einfach, das merkt man sehr oft, die Menschen sind nicht gewohnt, mit der Energie des Pferdes umzugehen, mögen also nicht viel Energie und signalisieren dem Pferd immer, ich will eigentlich wenig Energie, wenig Energie, wenig Energie. Und dann gibt es aber Pferde, die brauchen aber, die wollen sich eigentlich stolz und expressiv und auch schnell bewegen. Und wenn du so einem Pferd dann einfach mal sagst, ey, jetzt gib mal alles, was du hast, du kannst rennen, ich liebe deine Energie, zeig dich, ja. Das hat ja jetzt nichts stolz, erhaben, versammelt, tragen zu tun, sondern wow, ich bin so schnell. Das ist auch eine Möglichkeit, dann machst du das Angebot und sagst, du kannst ganz Pferd sein. Renn einfach jetzt. Mhm. Ja, und das muss man halt individuell von Pferd zu Pferd sehen. Mhm. Ja, das klingt spannend. Ja, ist es auch. Bedeutet aber natürlich, dass ich mir, bevor ich agiere, Gedanken über den Charakter des Pferdes mache. Was habe ich für ein Pferd vor mir und was ist der individuelle Ansatz beim Pferd? Mhm. Ja. Gut, wenn das Wetter wieder etwas besser ist, drehen wir dazu vielleicht auch mal einen praktischen Clip. Oh, sehr gerne, ja. Wenn der Schlamm und die Wassermassen dann weg sind. Ja, auf jeden Fall schon mal ein guter Ansatz. Ich hoffe, ihr versteht ein bisschen, wo der Unterschied liegt zwischen Ilias Arbeit und der herkömmlichen Roundpen-Arbeit. Das ist mit Sicherheit nicht schlecht, aber wie gesagt, der Ansatz ist ein anderer. Ja. Ja, dann. Und vielleicht noch, wie auch jetzt da die Zuschauerin schon das getan hat, bei Fragen, immer Fragen, am besten über die Homepage schreiben oder über Facebook. Ja, dann freuen wir uns auf einen regen Austausch und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.